Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch auf, gucke mal da, Inferno. Wunderschön. Nicht das 2, herrlich. Ich hab hier einen Suspect, der direkt stirbt. Okay. Ich habe folgende Frage an euch, die man ja schon aus dem Titel herauslesen kann. Und zwar, was würdet ihr einem Hacker, einem Cheater gerne sagen oder was würdet ihr ihn fragen, wenn ihr vor einem stehen würdet? Wobei mir es da um eine spezielle Art von Cheatern geht. Denn eure Meinung zu Cheatern generell habe ich natürlich schon des Öfteren ungefiltert bekommen. Da weiß ich schon, was ihr da machen würdet. Ich nehme an, das wäre nicht zwingend verbal, sondern vieles auch anders. Aber es geht mir um einen Cheater, um einen Hacker oder um einen Hack-Interessierten, der erstens eigene Hacks schreibt, der sich sehr stark für Hacks interessiert, der Spaß daran empfindet, auch Mechanismen auszuhebeln. Er kriegt einfach den Kill gesnackt. Mechanismen auszuhebeln, um so zum Beispiel sowas wie WAC eben auszutricksen, wobei WAC ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob man bei WAC halt viel machen muss, naja. Und der auch hackt, der die Hacks auch benutzt, aber ausschließlich in Hacker vs. Hacker Spielen, in speziellen Hack, HVH Turnieren und so weiter, der sich also in dieser Community sehr tief befindet, ja, viel auch für sie macht. Nicht möchte, dass seine Hacks einfach so gegen Legends benutzt werden, sondern er möchte wirklich Competitive Hacks erstellen und so weiter und ist eben in diesem Interessengebiet unterwegs. Jetzt nicht beruflich oder sowas, ich etwas tätig gesagt, aber er macht sowas halt. Was würdet ihr so jemanden fragen wollen? Oder was würdet ihr so jemandem sagen wollen? Einfach sowas wie, ich verstehe nicht, warum du das machst, du Pisser? Oder wirkt er gar nicht so uninteressant, Alter, was macht er denn die ganze Zeit? Außer sterben. Der spielt ja wie ich. Was ist denn los? Ich bin gerade ein bisschen verwundert. Also. Ja. Also, was würdet ihr da machen? Ihr seht ihn zum Beispiel beim, keine Ahnung, Macis oder beim Biomarkt oder wo ihr halt so unterwegs seid, steht er gerade da und so jemand kommt auf euch zu und vielleicht erzählt er euch das, ihr wisst vielleicht über ihn, wie auch immer. Was würdet ihr machen? Wie würdet ihr reagieren? Fragen stellen und so weiter und so fort. Werdet ihr eher negativ, eher positiv, eher interessiert oder einfach... Ah! Wie sieht's aus? So. Okay. Da ist ihm ja mittelprächtig reingelaufen. Der Diegelschuss davor. Imitiös, sag ich mal. Also, unabhängig von seiner Spielweise, wie er schaut... Hat man ihn auf jeden Fall hier in Apartments schießen gehört. Und er wird über den Haufen geballert. Ich trinke ein Stückchen. Ein Glennis. Früher habe ich während den Videos nie was gegessen und nie getrunken. Durch die Streams hat es dann angefangen, dass ich logischerweise, wenn ich halt 6 Stunden stream, was trinke, während ich auch vor der Kamera sitze. Und beim Aufnehmen ist es immer noch komisch. Vor allem, wenn ich weiß, dass es live, also... Mehr oder weniger live ist wie das hier, das ist ja ungeschnitten. Wenn jetzt hier eine Durchfallattacke eintreten würde, dann wäre es drin. Und sonst schneide ich die Sachen halt raus, ne, wenn ich trinke und so weiter und so fort. Also der Diegelschuss, ja, wie gesagt, seine Zuschauungsweise, wie er da so ein bisschen, also sein, das Gucken jetzt hier, wirkt halt schon irgendwie, also wenn man guckt, wo sein Fadenkreuz ist, was er alles durch die Wand sehen könnte und so weiter. Aber das können die Gegner ja nicht sehen, wohin er aimt, ja. Und so richtig verdächtige Sachen von, ihr müsst, also wenn man bedenkt, man geht zumindest meistens davon aus, dass es aus Gegnerseite kommt, der Report, dann ist das wohl eher nicht das, was sie gemeint haben, ne? Vielleicht diese eine Diegelschelle und die Scout-Schelle, davor ist er ja nur gestorben. Ja, und wie er selbst aimt, können sie ja nicht sehen, wohin er guckt. Der ist angesagt, natürlich, der hat sich gleich gehört. Und kriegt schon wieder den Kill nicht. Ja, ne, also. Wenn das jetzt ein Kill gewesen wäre, selbst der wäre auch nicht extrem besonders gewesen, ne? Aber er kriegt die Kills hart gesnackt. Möglicherweise, ich stelle einfach mal folgenden Verdacht auf. Hat er. Halt, das wollte ich gar nicht. Hat er bei sich in seinem Team, Maple, der. Aber auch Zebra oder Zebra im Gegnerteam. Die sind beide etwas auffällig von den Sets, aber auch nicht sehr. Sowas kann standardmäßig auch einfach passieren. So, das jetzt nicht, aber von den Stats her kann sowas, kann schon mal passieren, natürlich. Jeder kennt von uns diese Runden, in denen
man selbst, wenn man gut ist, oder irgendein Teammate halt ganz oben steht und der zweite eine sehr große Kill- oder Punktedifferenz hat zumindest. Zumindest Punktedifferenz. Oder eben auch bei den Gegnern. Solche Spiele habe ich auch das Öfteren, dass halt vier oder drei im Gegnerteam eher okay sind, mit denen komme ich gut klar, und einer oder zwei sind so extrem. Ja, sowas kann passieren. Aber bei seinem Mate eben am Schluss noch mit der Autosnipe, only Headshots. Ich glaube, der hat nur Headshots gemacht. Ich glaube, seine Mates haben generell nur Headshots gemacht. Naja, aber wir haben ihn gesehen. Wir haben ihm zugesehen. Und das Gehopste gerade eben. Also ich drücke jetzt hier wieder meine Sache. Ihr entscheidet für euch selbst, was ihr hier drücken würdet. Könnt mir das gerne dann in die Kommentare mit zu eurem Kommentar eben dazu schreiben, was ihr mit dem Cheater und sowas erzählen würdet. Beziehungsweise ich habe auch hier oben eine Abstimmung. Wenn ihr auf das Ausrufezeichen geht, da könnt ihr dann abstimmen, was ihr wohl so hier gewählt hättet. Ne? Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Heute Abend ist kein Livestream, morgen erst wieder um 18 Uhr, also am Dienstag um 18 Uhr. Ich freue mich auf euch. Haut rein. Danke für die Kommentare, danke für die Likes. Muah!